Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben einiges vor heute und ansonsten würde ich auch sagen, lasst uns gar nicht viel Zeit verlieren. Ich wechsle zur Präsentation. Und zwar ist unser heutiges Thema die Steuererklärung. Und zwar die Steuererklärung für letztes Jahr. Das heißt, die Steuererklärung 2021. Natürlich sieht die Steuererklärung für letztes Jahr jetzt nicht bahnbrechend anders aus als in den Jahren vorher. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die sich geändert haben für letztes Jahr, also für das Steuerjahr letztes Jahr. Das heißt, die Steuererklärung, die ihr dieses Jahr abgeben müsst. Genau, und mein Anspruch für euch oder mein Anspruch persönlich, den ich an mir stelle oder das, was ihr bitte aus diesem Webinar mitnehmen sollt, ist, dass ihr jetzt mir ungefähr eine Stunde Aufmerksamkeit schenkt und danach so ein bisschen wisst, wie ihr Geld und Zeit sparen könnt beim Erstellen der Steuererklärung. Perfekt, genau. Ich habe sowohl die Agenda als auch euch im Bild und ich glaube, damit haben wir alles, was wichtig ist. Ich möchte mich nämlich auf die Inhalte konzentrieren und zwar, worum geht's heute? Erstmal, wer muss eigentlich eine Steuererklärung abgeben? Das ist ehrlicherweise für euch wahrscheinlich ein schnelles Thema. Kleiner Spoiler, Selbstständige müssen grundsätzlich eine Steuererklärung abgeben. Dann geht es um das ganze Thema, was kann ich von der Steuer absetzen? Ich kenne das immer, also meine Mama ist zum Beispiel auch selbstständig schon seit lange. Nein, gar nicht mal so lange. Meine Mutter ist selbstständig seit ungefähr 20 Jahren. Meine Mutter setzt sich einmal im Jahr hin und sagt immer, so, ich mache jetzt meine Steuern. Beziehungsweise sie lädt mich dann einmal ein und dann gibt es ein bisschen was zu essen und so weiter. Und dann machen wir gemeinsam Steuern. Als Steuermensch würde man niemals ich mache Steuern sagen, weil ich mache Steuern sind eigentlich ganz viele Aufgaben und auch ich kann was von der Steuer absetzen, hat eigentlich ganz viele Gesichter, weil es durchaus unterschiedliche Ebenen gibt, wie und wo man was steuerlich berücksichtigen kann und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Dann gehen wir natürlich, als wichtiger Punkt, gehen wir darauf ein, was ist eigentlich besonders für das Kalenderjahr 2021, das heißt, was muss dieses Jahr besonders beachtet werden, was hat sich verändert zum Vorjahr und so weiter und dann gibt es, und das ist tatsächlich, das wissen viele gar nicht, es gibt sogenannte Prüfungsschwerpunkte vom Finanzamt. Das heißt, das Finanzamt gibt tatsächlich, warum auch immer, eine Liste raus und kommuniziert vorher, worauf sie achten wird bei der Kontrolle der Steuererklärungen. Und das bedeutet, dass ihr natürlich gerade bei diesen Themen auf keinen Fall irgendwie rum, was ist das richtige Wort, so ein bisschen rumtricksen dürft. Da auf keinen Fall. Und es führt auch dazu, dass ihr, wenn ihr euren Steuerbescheid schnell bekommen wollt vom Finanzamt, ihr für diese Schwerpunktthemen, also die Prüfungsschwerpunkte, idealerweise gleich die Unterlagen und Dokumente, Rechnungen und so weiter mitschickt, weil ihr sonst riskiert, dass die ganze Bearbeitungszeit für die Steuererklärung sich sehr in die lange Länge zieht. Das bedeutet natürlich nicht, dass ihr bei allen anderen Themen rumtricksen dürft, ganz klar. Aber ich finde das trotzdem immer ganz wichtig zu wissen, worauf achtet das Finanzamt für die Steuererklärung 2021 eigentlich am allermeisten. Dann gibt es, wir sind eine digitale Steuerberatung, speziell für Freiberufler und Selbstständige. Unsere Mandanten, wir haben nur Freiberufler und Selbstständige als Mandanten. Wir machen keine anderen, wir machen keine GmbHs, wir machen keine Erbschaftssteuer, wir machen keine Personengesellschaften, wir machen, all das alles machen wir gar nicht. Wir machen nur laufende Buchhaltung und Steuererklärungen und Beratung für Freiberufler und Selbstständige. Und ich bin einfach mal unsere neuen Mandanten durchgegangen, die jetzt gerade reinkommen, die in den letzten Monaten reingekommen sind. Und auch, ich würde mal sagen, so eine Zusammenfassung aus all den Mandantengesprächen, die wir regelmäßig führen, habe ich mal so die 5 häufigsten Dinge gesammelt, die den größten Impact haben können, die den Menschen aber gar nicht so bewusst sind. Da sind natürlich ein paar Sachen dabei, die werden jetzt, wenn ihr schon länger selbstständig seid, wahrscheinlich bei so ein paar Sachen sagen, ach, kenne ich ja schon lang. Aber aus meiner Erfahrung nach wissen es dann doch relativ viele Leute denn doch noch nicht. Und deswegen möchte ich es auf jeden Fall einmal erwähnen. Und vielleicht gibt es auch 1, 2 Tipps, die ihr da vielleicht noch nicht kennt, die ich auch persönlich, obwohl ich studiert habe, nie wirklich auf dem Schirm hatte, das auch zu nutzen. Ich konzentriere mich hier natürlich ausschließlich auf die Tipps, die ihr jetzt noch machen könnt für letztes Jahr. Die größte Gestaltungsmöglichkeit habt ihr immer, wenn das Jahr noch läuft. Das ist ein ganz anderes Thema, da können wir dann gern Ende des Jahres nochmal drüber reden, was ihr diesem Jahr noch machen könnt.
Und es gibt auch auf diesem Kanal tatsächlich noch ein separates Webinar, was kann ich am Jahresende noch tun, um in diesem Jahr noch Steuern zu sparen. Das ist aber jetzt für das Jahr 2021 zumindest zu spät und deswegen konzentriere ich mich hier nur auf die Dinge, die ihr jetzt noch tun könnt, obwohl das Jahr schon vorbei ist. Und am Ende möchte ich noch euch einen kurzen Überblick darüber geben, mit welchen Tools meiner Meinung nach tatsächlich Steuererklärung machen am einfachsten oder besten ist. Es gibt ja ganz, ganz viele Lösungen irgendwie am Markt, die auch immer beworben werden. Jetzt, ich wohne in Berlin, Plakatwände überfüllt quasi gerade mit Taxfix. Problematisch an Taxfix ist, man kann es als Selbstständiger halt einfach nicht nutzen. Das heißt, du kannst die Anlage EUR oder die Anlage S oder Anlage G gar nicht ausfüllen mit Taxfix. Deswegen ist das schön und gut, dass die so viel Werbung machen. Es ist aber super ärgerlich, weil die einem das nicht aktiv sagen, dass sie das nicht können. Das heißt, als Selbstständiger fängst du vielleicht an, deine Steuererklärung zu machen und ärgerst dich erst im Nachhinein, dass du die Zeit verschwendet hast, weil du kannst die Steuererklärung gar nicht vollständig abschließen, weil diese Funktionalität hat Taxfix halt gar nicht. Und deswegen möchte ich euch einen Überblick darüber geben, was meiner Meinung nach die besten Tools sind, die ihr nutzen könnt. Ich möchte mich einmal ganz kurz vorstellen, und das halte ich wirklich ganz knapp, aber mir hat sich einer in einem der letzten Webinare hat sich jemand beschwert, dass es unhöflich ist, hier anfangen rumzureden, ohne sich einmal vorzustellen. Natürlich die Leute, die den Kanal abonniert haben, die hier häufiger dabei sind, die werden mich kennen, weil ich halt schon ein paar Videos aufgenommen habe. Für alle Leute, die neu sind, ich bin Melchior, ich komme aus Berlin, ich bin gelernter Steuerfachangestellter, ich habe auch Wirtschaftswissenschaft mit dem Schwerpunkt Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung studiert. Wie es dazu kommen konnte, ist lange andere Geschichte, aber nicht Thema des Webinars, aber deswegen kenne ich mich zumindest theoretisch mit den ganzen Themen ganz gut aus. Ich habe eine Weile für KPMG gearbeitet, große internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, habe aber da in der Steuerabteilung gearbeitet und habe auch ein paar Jahre in der ETL-Kanzlei gearbeitet. ETL ist so, ich will jetzt nicht Wald- und Wiesensteuerberatung sagen, das wird dem nicht gerecht. Das ist so eine mittelständische Kanzlei, 20 Mitarbeiter ungefähr gewesen, zwei Steuerberater und da waren meine Mandanten, die ich betreut habe, so Friseur, Handwerksbetriebe, Architekt, Logistikunternehmen. Also wirklich so, keine Ahnung, von gar keinem bis fünf Mitarbeiter so ungefähr. Und da habe ich, würde man sagen, so das klassische Kanzleileben erlebt, habe es aber persönlich selber tatsächlich nicht besonders lange ausgehalten. Weil ich die ganze Zeit ja bei den Mandanten gesehen habe, wie toll selbstständig sein kann. Und ich habe erwähnt, meine Mama ist auch selbstständig. Das heißt, mir wurde es ja die ganze Zeit gezeigt, wie schön doch es sein kann, unabhängig und frei zu arbeiten. Und deswegen habe ich sie lange ausgehalten, habe gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. Und zwar als Berater für, ich würde eine Steuertechnologie, also Tech-Unternehmen. Habe zum Beispiel Klarna beraten, habe LexOffice, mit Felix 1 habe ich gearbeitet. Also relativ viele Unternehmen hatte ich als Kunden. Und unter anderem auch Contest. Und zusammen mit Contest oder mit dem Gründer von Contest habe ich dann die Contest Steuerberatung ins Leben gerufen vor ungefähr 2 Jahren. Und seitdem mache ich die Contest Steuerberatung, also unsere digitale spezialisierte Steuerberatung für Freiberufler und Selbstständige. Und was mache ich hier? Zum Beispiel diese Webinare und die ganze Kommunikation, aber natürlich auch intern so die ganze Organisation. Wir versuchen das Ganze aber so ein bisschen schöner oder kundenfreundlicher zu machen als vielleicht eine klassische Kanzlei. Warum ist das Ganze wichtig? Ich kenne die Theorie, ich kenne den Schmerz, aber weil ich trotzdem selber selbstständig war und weiß, dass ich dieses Thema gehasst habe, obwohl ich wusste, wie es eigentlich richtig geht. Und ich kenne aber auch so ein bisschen diesen unternehmerischen Aspekt von Steuerberatung ist auch nicht immer die beste Lösung. Und ich werde euch jetzt auch hier nicht auf Teufel komm raus unsere Dienstleistung verkaufen. Natürlich können wir euch helfen bei eurer Buchhaltung und Steuererklärung. Aber ganz ehrlich, wenn ihr Lust habt, das selber zu machen, macht es bitte selber. Ich werde euch da jetzt nicht irgendwas verkaufen. Wenn ihr sagt, ihr macht es gerne selber, dann würde ich euch persönlich immer empfehlen, macht es selbst, weil dann habt ihr Kontrolle über eure Sachen. Ihr müsst das auf keinen Fall abgeben. Das kann jeder auch selber machen und deswegen gibt es den Kanal. Alles kostenlos. Wie gesagt, ihr findet über 150 Videos, wo wir wirklich jeden Aspekt irgendwie erklären. Genau. Kommen wir zum ersten Punkt. Und zwar, wer muss eigentlich eine Steuererklärung abgeben? Das ist ehrlicherweise erstmal keine große Raketenwissenschaft, nämlich alle Selbstständigen. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch selbstständig sind. Zumindest steht das so im Titel für Steuererklärung für Freiberufler und Selbstständige. Das heißt, ihr müsst alle eine Steuererklärung abgeben. Und zwar vollkommen unabhängig von Umsatz oder Gewinn. Auch wenn ihr überhaupt keinen Umsatz oder Gewinn gemacht habt oder vielleicht sogar Verluste gemacht habt, also gar keinen Umsatz hattet, sondern nur Ausgaben habt, macht die Steuererklärung. Müsst ihr machen. Ist
ist aber auch für euch gut. Selbst wenn ihr Verluste gemacht habt, dann könnt ihr nämlich die Verluste verrechnen. Entweder mit anderen Einkunftsarten im gleichen Jahr, also wenn ihr letztes Jahr zum Beispiel angestellt wart und selbstständig wart, dann macht unbedingt eine Steuererklärung, weil ihr kriegt eine Steuererstattung, weil ihr ja im Rahmen eurer Angestellten-Tätigkeit die ganze Zeit Lohnsteuer gezahlt habt. Und diese Lohnsteuer sind Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer pro Jahr. Wenn ihr letztes Jahr gar nichts verdient habt, nur Verluste gemacht habt, lohnt sich das trotzdem, weil dann könnt ihr die Verluste nämlich zurücktragen in das Jahr 2020 und dann wird der Bescheid nochmal geändert. Oder ihr nehmt das mit in die Zukunft und könnt dann die Verluste aus dem letzten Jahr für die Steuererklärung im 2022 berücksichtigen. Das heißt, es gibt eine Pflicht zur Steuererklärung, es ist aber auch zutiefst äußerst ausdrücklich in eurem Interesse, dass ihr eine Steuererklärung macht. Es gibt grundsätzlich keine Pflicht für Angestellte. Das heißt, wenn ihr nur angestellt seid oder wenn ihr Kapitaleinkünfte seid, nur ausschließlich Kapitaleinkünfte habt, auf die ihr schon Abgeltungssteuer bezahlt habt. Wenn ihr das nicht gemacht habt, dann müsst ihr unter Umständen auch eine Steuererklärung machen. Und zwar gelten die Ausnahmen außerdem auch, und da möchte ich gar nicht so tief drauf eingehen, weil, wie gesagt, ihr dürftet fast alle selbstständig sein, glaube ich. Das heißt, ihr müsst auch eine Steuererklärung abgeben. Wenn ihr Lohnsteuerfreibeträge habt, beim Arbeitgeber eingetragen habt, wenn ihr Lohnersatzleistungen bekommen habt, wie zum Beispiel Kurzarbeitergeld, wenn ihr Nebeneinkünfte hattet, die über 410 Euro liegen pro Jahr, wenn ihr bestimmte Steuerklassenaufteilungen habt, zum Beispiel Steuerklasse 3 und 5, das ist das klassischerweise, was man macht, wenn man verheiratet ist und der eine mehr verdient als der andere. Oder wenn ihr beide Steuerklasse 4 habt mit Faktor, wenn ihr eine Abfindung habt, bekommen habt letztes Jahr, wenn ihr als Rentner oder Vermieter Einnahmen oberhalb des Grundfreibetrags habt. Der Grundfreibetrag beträgt übrigens, habe ich gar nicht reingeschrieben hier, 9.744 Euro. Das ist quasi der Grundfreibetrag. Das heißt, dann müsst ihr auch eine Steuererklärung abgeben. Wenn ihr Kapitaleinkünfte hattet und nicht die die Kapitalertragssteuer abgeführt wurde, dann müsst ihr auch eine Steuererklärung machen. Oder wenn ihr verheiratet seid, dann macht ihr klassischerweise, standardweise eine Zusammenveranlagung. Das heißt, ihr macht eine Zusammensteuererklärung. Das muss aber nicht sinnvoller, also es muss nicht immer finanziell sinnvoller sein. Manchmal ergibt eine Einzelveranlagung durchaus Sinn, finanziell gesehen. Zu dem Thema kommt übrigens in den nächsten Tagen ein Video. Das heißt, wenn euch das ganze Thema interessiert und ihr verheiratet seid, dann solltet ihr den Kanal abonnieren. Da kommt nämlich sehr zeitnah, ist schon aufgenommen, aber noch nicht ganz fertig geschnitten, kommt ein Video. War tatsächlich bei meiner Frau und mir für 2020 der Fall, dass sich tatsächlich gerechnet hat, dass wir beide separat eine Steuererklärung abgegeben haben. Sprengt hier ein bisschen den Rahmen, aber wenn das für euch finanziell auch sinnvoller ist, dann müsst ihr auch eine Steuererklärung abgeben. Nächster Punkt, und da kommen wir zu dem ersten interessanten, wirklich interessanten inhaltlichen Punkt, und zwar zu dem ganzen Thema, was kann ich denn von der Steuer absetzen? Man kennt das ja so umgangssprachlich, man liest das dann auch, gerade jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wird das so in der ich würde mal sagen, so normalen Presse, Mainstream-Presse auch dann wieder erwähnt hier, das sind die drei Steuertipps und Tricks und so weiter, was kann man alles absetzen und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, steuerlich irgendwas abzusetzen. Es gibt aber drei Hauptkategorien, die ihr kennen solltet. Und die erste Kategorie sind die Ausgaben, die direkt einer Einkunftsart zugeordnet werden. Für euch als Selbstständige, das sind die Betriebsausgaben. Es gibt relativ viel Verwirrung zwischen Werbungskosten und Betriebsausgaben. Ihr als Selbstständige habt keine Werbungskosten. Werbungskosten ist nämlich das gleiche wie Betriebsausgaben für Nicht-Selbstständige, also für Angestellte beispielsweise. Wenn die eine Pendlerpauschale absetzen oder Fortbildungskosten oder Bewerbungskosten haben oder sich einen Laptop für die Arbeit kaufen, dann sind das für die Werbungskosten. Ihr habt keine Werbungskosten, wenn ihr nicht Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit habt, also aus Angestellten-Tätigkeit habt. Das heißt natürlich nicht, dass ihr nicht auch Werbekosten als Betriebsausgaben haben könnt. Aber da gibt es tatsächlich relativ viel Verwirrung, weil wenn ihr jetzt einen Artikel lest, keine Ahnung, Spiegel Online schreibt was zu, was kann man denn von der Steuer absetzen und da steht irgendwas von Werbungskosten, dann merke ich einfach, auch bei unseren Mandanten denken relativ viele, das ist 1:1 auf sie anwendbar. Nein, ist es nicht. Werbungskosten ist halt in erster Linie für Angestellte und natürlich die Mainstream, also Spiegel, Stern, FAZ, Zeit, Bild, was auch immer, alle die Steuertipps so mal so veröffentlichen, wenn es die Steuersaison anfängt, die reden natürlich in erster Linie für Angestellte, weil es einfach viel mehr Angestellte als Selbstständige gibt. Das ist auch der Grund, warum ich das Webinar machen wollte, weil es für Selbstständige viel zu wenig gibt, finde ich. Und genau.
ihr könnt als Selbstständige viel, viel mehr absetzen. Was das genau ist, dazu kommen wir gleich im Detail. Dann gibt es eine zweite große Kategorie, wo ihr ganz, ganz viel steuerlich absetzen könnt. Das sind die sogenannten Sonderausgaben. Sonderausgaben sind bestimmte Ausgaben, bei denen der Staat es gerne hätte, dass ihr sie habt. Das heißt, wenn der Staat möchte, dass ihr bestimmte Ausgaben habt, incentiviert er diese Ausgaben, indem sie halt steuerlich absetzbar sind. Was das genau ist, da kommen wir auch noch gleich dazu, aber so ganze Kategorie Versicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter, das sind alle Sonderausgaben und der Staat möchte nicht nur, dass ihr krankenversichert seid, sondern zwingt euch sogar dazu, dass ihr krankenversichert seid. Als Selbstständige, viele Selbstständige haben keine Rentenversicherungspflicht, aber wenn du eine hast, dann kannst du sie als Sonderausgabe hier ansetzen. Eine dritte große Kategorie. Wie gesagt, es ist auch nicht keine abschließende Aufzählung, aber das sind wirklich groß, die großen Töpfe, die ihr unbedingt kennen solltet. Es gibt auch ein vertiefendes Video zu dem ganzen Thema. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Michelle, vielleicht magst du das Video auch, also das Video zu diesen drei Kategorien auch nochmal in den Chat posten. Wir haben zu sehr, 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 sehr vielen Themen heute auch vertiefende Videos. Weil ich habe 150 Videos schon aufgenommen und veröffentlicht. Ihr könnt, wenn euch einige Themen tiefer interessieren, und ihr das Gefühl habt, dass ich hier viel zu schnell über diese ganzen Themen hinweggehe, guckt einfach mal in der Videobeschreibung nach. Da findet ihr eine ganze Reihe an vertiefenden Videos. Die könnt ihr euch dann auch später nochmal in Ruhe anschauen. Da gehe ich dann deutlich detaillierter drauf ein. Das ist gerade, glaube ich, bei den Steuertipps sehr, sehr interessant. Und die dritte große Gruppe, da war ich stehen geblieben, sind die außergewöhnlichen Belastungen. Außergewöhnliche Belastungen sind per Definition Ausgaben, die nicht normalerweise nicht anfallen, die aber, wenn sie anfallen, dich mehr belasten als andere Menschen. Weil der deutsche Gesetzgeber möchte schon, dass für Steuerrecht alle möglichst gleichmäßig belastet sind. Das heißt, der Schmerz soll für alle möglichst gleich stark sein. Ist tatsächlich der Hintergedanke bei der Steuergesetzgebung. Dass das häufig nicht der Fall ist, das weiß ich selber auch. Aber das ist der Grundgedanke. Aber deswegen gibt es außergewöhnliche Belastungen. Das heißt, wenn du jetzt bestimmte, ich würde mal sagen, Schicksalsschläge beispielsweise hast und da entstehen hohe Kosten, dann kannst du in der Regel diese Kosten in der Steuererklärung geltend machen. Umgangssprachlich kennt man das häufig so als die Gesundheitskosten. Arztrechnung, Apothekenquittung und so ein Zeug. Die könnt ihr unterjährig alle sammeln. Kommen, gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Die könnt ihr tatsächlich da komplett absetzen. Da gibt es auch so ganz abgefahrene Gerichtsurteile und so weiter. Keine Ahnung, es gab mal Leute, die haben Lösegeld, was sie an Entführer gezahlt haben, keine Ahnung, die Familie freizukaufen wieder. Die haben gesagt, okay, das ist per Definition sowas wie eine außergewöhnliche Belastung, deswegen will ich bitte mal die Lösegeldzahlung von der Steuer absetzen und hat auch Recht bekommen. Das heißt, hier Steuertipp Nummer 1, wenn ihr irgendwann mal Lösegeld zahlen müsst, lasst euch bitte eine Quittung geben, damit ihr das fürs Finanzamt nachweisen könnt und einreichen könnt. Ist eine außergewöhnliche Belastung. Gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen tiefer an. Betriebsausgaben. Was sind klassischerweise Betriebsausgaben? Ich habe jetzt mal eine ganze Reihe an Dingen aufgelistet. Hier Bürobedarf, Telefon- und Internetkosten, Geschäftskonto, Beiträge zu Berufsverbänden, Seminare, Fachliteratur, geschäftliche Fahrt- und Kfz-Kosten, Werbung, wie gesagt, Werbungskosten, Werbekosten. Es sind nicht die Werbungskosten, die quasi die Angestellten haben, sondern selbstverständlich dürft ihr trotzdem Werbung machen. Betriebliche Versicherung, zum Beispiel eine Berufshaftpflichtversicherung. Zum Thema betriebliche Versicherung auch noch ein Hinweis. Auch da merke ich ganz viel Verwirrung. Eure Krankenversicherung und eure eigene soziale Absicherung sind keine Betriebsausgaben. Die könnt ihr absetzen steuerlich, aber halt nicht als Betriebsausgaben. Auch dazu habe ich ein vertieftes Video, wie ihr Krankenversicherung von der Steuer absetzen könnt. Auch unten Videobeschreibung. Wichtig da ist, wenn ihr Angestellte habt, dann könnt ihr selbstverständlich die Gehälter für die Mitarbeiter sind natürlich Betriebsausgaben. Und dann sind auch die Sozialversicherungskosten für eure Mitarbeiter Betriebsausgaben, weil ihr ohne diese Kosten diese Mitarbeiter halt nicht hättet. Aber der Gesetzgeber sagt, eure eigene Sozialversicherung, die gilt nicht. Hier möchte ich auch nochmal einen wichtigen Hinweis geben. Betriebsausgaben, das heißt, die setzt ihr in der Buchhaltung ab. Das heißt, eigentlich schon in der laufenden Buchhaltung. Natürlich gibt es ein paar Kosten, die man vielleicht nicht monatlich tatsächlich in die Buchhaltung packt. Wie zum Beispiel, wenn ihr einen separaten Raum zu Hause habt für das Homeoffice, dann könnt ihr anteilig die Mietkosten als Betriebsausgabe absetzen, die Mietnebenkosten, Heizkosten, Internet,
Wenn ihr einen Handyvertrag habt und den auch sowohl privat als auch geschäftlich nutzt, dann kann das sein, dass ihr das übers private Konto bezahlt. Ihr könnt aber, wenn ihr 50% ungefähr betrieblich nutzt, auch 50% der Kosten als Betriebsausgabe buchen. Und sowas ergibt zum Beispiel Sinn, das dann jährlich zu machen. Meine persönliche Empfehlung wäre immer für Kosten, die sowohl privat als auch betrieblich anfallen, dass ihr das immer übers Geschäftskonto laufen lasst, dass ihr das auch unterjährig schon in der Buchhaltung berücksichtigen könnt. Wenn ihr das aber zum Beispiel nicht gemacht habt letztes Jahr, könnt ihr trotzdem noch die Kosten einfach reinbuchen für letztes Jahr und damit euren Gewinn aus der selbstständigen Tätigkeit oder gewerblichen Tätigkeit reduzieren und dadurch natürlich weniger Steuern zahlen. Wichtiger Punkt auch da, ihr könnt sämtliche Betriebskosten absetzen, wenn sie im Zusammenhang mit irgendwelchen Einnahmen stehen oder geplanten Einnahmen. Das heißt irgendwie Einnahmen, die ihr in der Vergangenheit irgendwann mal hattet, die ihr letztes Jahr tatsächlich auch wirklich hattet oder die auch potenziell in Zukunft anstehen. Das heißt, auch wenn ihr gegründet habt letztes Jahr, könnt ihr alle möglichen Kosten absetzen. Oder wenn ihr eine Schulung gemacht habt, eine Weiterqualifizierung gemacht habt. All diese Sachen, wenn ihr das macht, um später Umsätze zu generieren mit diesem Wissen, mit diesen Kontakten, was auch immer, könnt ihr die Kosten ohne Probleme steuerlich absetzen. Das Finanzamt ist nicht dafür da, euch zu sagen, welche Kosten für euch in eurer Selbstständigkeit notwendig waren und welche nicht. Das Finanzamt hat nicht die Aufgabe, wie eine Polizei, also ist, das Finanzamt ist keine Unternehmerpolizei, die euch vorschreibt, was ihr absetzen könnt und was nicht. Das Finanzamt ist dafür da, sicherzustellen, dass die Steuer richtig berechnet wurde und richtig abgeführt wurde. Das ist die Daseinsberechtigung des Finanzamtes. Das heißt, es ist euer unternehmerisches Risiko, quasi Investitionen zu tätigen und damit Gewinne zu erzielen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich hatte das auch tatsächlich in einem Webinar so ein paar Fragen gehabt zu so einem Journal. War eine, die im Webinar teilgenommen hat und hat gesagt, ich nutze das, ich war mir aber unsicher, aber es gibt so ein schönes Buch, das will ich gerne haben, kostet aber 80 Euro und ich wusste nicht, ob ich das als Betriebsausgabe buchen kann. Die einzige Frage, die du dir bei solchen Investitionen, 80 Euro für ein Tagebuch, sehr platt gesagt, die euch stellen müsst, ist es für euer Unternehmen, hilft es euch dabei, euch besser zu organisieren, eure Umsätze zu generieren und so weiter? Wenn ja, dann ist das eine Betriebsausgabe. Da gibt es kein Limit, wo ihr sagen könnt, ein 80 Euro Tagebuch ist nicht angemessen, es muss ein 5 Euro Tagebuch sein. Diese Grenze gibt es nicht. Das gilt natürlich auch für viele, viele andere Ausgaben. Das Finanzamt darf euch grundsätzlich jetzt nicht vorschreiben, ob ihr erste oder zweite Klasse mit der Bahn fahrt oder Flieger fliegt oder sowas. Das ist nicht die Aufgabe des Finanzamtes. Wenn ihr aber natürlich in der Intention jetzt hingeht und das bewusst ausnutzen wollt, das System, weil ihr auf eine Konferenz fahrt und dann seid ihr einen halben Tag auf der Konferenz, bleibt aber 7 Tage lang mit der Familie im Urlaub irgendwo auf Mallorca und wart nur einen halben Tag da auf der Konferenz, dann muss man natürlich den privaten Nutzungsanteil und betrieblichen Nutzungsanteil schätzen und dann kannst du nur den betrieblichen Nutzungsanteil absetzen. Was bei dem Beispiel ein halber Tag Konferenz und 7 Tage Urlaub auf Mallorca nicht dazu führt, dass du 100% der Flugkosten absetzen kannst, sondern musst du halt den Anteil rausrechnen. Das sind dann halt irgendwie 10% oder weniger der Kosten, die du da absetzen kannst. Aber das ist möglich. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar den Sonderausgaben. Sonderausgaben sind, wie gesagt, die Kosten, bei denen das Finanzamt oder der Staat gerne hätte, dass ihr die habt und sie deswegen steuerlich fördert. Und um euch einfach einen Überblick darüber zu geben, sind es Kranken- und Pflegeversicherungen, Rentenversicherungen, Riesterbeiträge, Spenden, eure gezahlte Kirchensteuer könnt ihr dann wieder in der Einkommensteuererklärung geltend machen. Das ist der Ehegattenunterhalt beim Realsplittung, das sind die Kinderbetreuungskosten, das sind die Ausbildungskosten und so weiter. Dazu gibt es wirklich einige vertiefende Videos auf dem Kanal, die findet ihr auch natürlich alle unten verlinkt. Das sind im Wesentlichen die Kosten, die ihr steuerlich geltend machen könnt. Das heißt, je mehr ihr davon habt, desto mehr könnt ihr da steuerlich geltend machen. Ich möchte euch trotzdem dringend dazu abraten, jetzt irgendwelche komischen Altersvorsorgeprodukte nur deswegen zu buchen, damit ihr einen Steuervorteil habt. Manchmal reagiert man irrational und das ist für ganz viele, gerade so Versicherungsunternehmen, so das Verkaufsargument, dass er einen steuerlichen Vorteil hat. Ja, hat's. Aber wenn ihr dadurch 20-30% weniger Steuern zahlt, dann habt ihr halt trotzdem den anderen Teil, also die 70-80% trotzdem von eurem Geld, von eurem versteuerten Geld bezahlt. Das heißt, einfach nur Ausgaben zu produzieren, um Kosten zu haben, bringt gar nichts.
Und ich muss an dieser Stelle auch sagen, das gilt jetzt natürlich für die Kosten, die ihr letztes Jahr sowieso habt. Bei all diesen Kosten gilt das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, ihr könnt nicht jetzt noch für letztes Jahr etwas zahlen und sie in letztem Jahr in der Steuererklärung geltend machen, sondern es gelten die Kosten, die tatsächlich letztes Jahr von eurem Konto abgegangen sind. Zum Thema Spenden, weil das nochmal ein wichtiger Punkt, dazu haben wir auch ein vertiefendes Video tatsächlich aufgenommen, was findet ihr auch unten einmal verlinkt. Spenden könnt ihr nicht als Betriebsausgabe absetzen, ihr könnt sie aber da als Sonderausgabe geltend machen. Und da gibt es manchmal so Katastrophenerlasse. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel eine Flut in vielen Teilen von Deutschland und da wurde so ein Katastrophenerlass erlassen. Das heißt, da könnt ihr hinspenden und da reicht der Kontoauszug zum Beispiel als Nachweis über diese Spende. Ihr könnt das in der Steuer geltend machen, auch wenn das nicht eure Intention war. Mit dem ganzen Ukraine-Konflikt aktuell ist es ein bisschen schwieriger, weil die Spende muss immer an eine Organisation, die quasi euch auch sowas wie einen Spendennachweis ausstellen kann, gezahlt werden. Das heißt, wenn ihr da jetzt hingeht und Sachspenden leistet, braucht ihr trotzdem irgendwie sowas wie, umgangssprachlich heißt es Spendenquittung. Wenn ihr das nicht habt, dann ist das schwierig. Deswegen, wenn ihr spendet, überlegt euch, zumindest wenn ihr steuerlich absetzen wollt, ob ihr das an so eine Organisation spendet, die auch solche Spendenbescheinigungen ausstellen kann, weil dann könnt ihr das hier auch von der Steuer absetzen. Kommen wir zum dritten Punkt, die Arzt- und Gesundheitskosten. Das heißt, die außergewöhnlichen Belastungen, die solltet ihr unterjährig sowieso immer sammeln. Ihr könnt steuerlich geltend machen. Medikamente oder medizinische Hilfsmittel, ärztliche Behandlungskosten, Kurkosten, Kosten für Kur, Krankenhausaufenthalte, aber auch Bestattungskosten. Wie gesagt, Dinge, wo viel Kosten entstehen, die ja, Schicksalsschläge kann man umgangssprachlich, bitte, wenn ein Steuerberater dabei ist, verurteilt mich bitte nicht dazu. Die rechtliche Definition ist nicht Schicksalsschläge, aber es trifft es eigentlich ganz gut, um zu verstehen, was gefördert wird hier steuerlich. Das heißt, sind Bestattungskosten, Unterhaltskosten und auch so Behinderten- und Pauschbeträge. Das könnt ihr sammeln und steuerlich absetzen. Da wird immer ein Anteil von einer zumutbaren Belastung abgezogen. Das heißt, je nachdem, wie hoch euer Einkommen ist, könnt ihr nicht die gesamten Kosten absetzen, sondern nur das, was euch überproportional zu anderen Menschen halt belastet. Was zum Beispiel relativ häufig der Fall ist und tatsächlich auch der Grund war, warum jetzt, habe ich euch erzählt, dass für 2020 die getrennte Veranlagung, die Einzelveranlagung für meine Frau und mich persönlich sinnvoller war, war eine Zahnarztbehandlung. Zahnarztbehandlungen sind in der Regel teuer, wenn man keine Zahnzusatzversicherung hat. Das heißt, wenn da viel Kosten entstehen, dann könnt ihr das in der Steuererklärung ansetzen. In unserem Fall war das jetzt so, dass es sogar dazu geführt hat, dass zwei Steuererklärungen effizienter waren, weil unser gemeinsames Einkommen war halt höher, dass so viel abgezogen wurde. Bei einer getrennten Veranlagung war aber tatsächlich der steuerliche Effekt durch diese Gesundheitskosten, die Zahnarztrechnungen, war größer als die Zusammenveranlagung, was dann dazu geführt hat, dass es günstiger war. Das heißt, all diese Unterlagen solltet ihr zusammensammeln. Das heißt, auch wenn ihr irgendwie Corona-Erkrankung hattet und so weiter, sammelt diese ganzen Unterlagen. Die meisten Tests und so weiter waren hier grundsätzlich auch absetzbar. Das sind sehr, sehr niedrige Kosten und die meisten waren ja immer kostenlos. Zum Thema Corona-Tests und solche Sachen vielleicht auch noch ein Hinweis. Wenn ihr zum Beispiel Berater wart in einem Unternehmen oder Keynote-Speaker oder Moderator oder was auch immer, warum auch immer ihr vielleicht zu einem Kunden gehen musstet, und vorher einen Test kaufen musstet, weil die 3G, 2G, was auch immer G-Regel hatte, deswegen den Test machen musstet, um eurer Arbeit nachkommen zu müssen, dann ist das ganz klar eine Betriebsausgabe. Und dann sollte sie auch eher als Betriebsausgabe als als außergewöhnliche Belastung zu sortieren, weil Betriebsausgabe könnt ihr ohne Limit absetzen. Das heißt, dann lieber in die Buchhaltung packen. Gute Frage von Katrin, Kuni Katrin. Ich nehme mal an, dass das alle Finanzämter machen und nicht nur NRW, also die Prüfungsschwerpunkte veröffentlichen. Witzigerweise veröffentlichen nur die Finanzämter, also nur die Finanzverwaltung in NRW die Prüfungsschwerpunkte. Aber natürlich haben alle Finanzämter Prüfungsschwerpunkte in der ganzen Bundesrepublik und das ist schon so ein Indikator. Es veröffentlicht tatsächlich nur NRW so deutlich, dass sie diese Liste rausgeben. Es ist aber schon, man kann daraus schon ablesen, worauf sich die Finanzämter bundesweit dieses Jahr stürzen. Wie gesagt, ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass alles andere vollkommen blind durchgewunken wird beim Finanzamt. Definitiv nicht, aber das sind die Punkte, auf die definitiv geschaut wird. Und nur weil nur NRW das veröffentlicht, heißt nicht, dass alle anderen das nicht machen. Aber wenn ihr sucht, müsst ihr
ihr halt ganz explizit nach NRW suchen, sonst findet ihr eine ganze Menge Mist und nicht das, wovon ich rede. Aber es, hast du recht, es ist auch ganz witzig, dass es nur NRW veröffentlicht. Ist ganz schön. Hauptsache einer veröffentlicht. Nächste Frage. Ich war im Jahr 2021 bis Ende Oktober angestellt, danach selbstständig. Für mein Unternehmen habe ich eine neue Steuernummer erhalten. Muss ich für 2021 für jede Steuernummer eine eigene Steuererklärung machen? Nein, du machst für, also jeder von euch macht für ein Kalenderjahr eine Steuererklärung. Das heißt, du wirst Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit haben und aus deiner selbstständigen Tätigkeit und machst das unter deiner Steuernummer, unter deiner neuen Steuernummer. Wichtig ist, manchmal, wenn du deinen Betriebssitz, also wenn du woanders deine Betriebsfirmenniederlassung angemeldet hast, als du privat wohnst, musst du schauen, ob dass du wirklich die Steuernummer nimmst, die nur für deine Einkommensteuer ist und nicht für deine Betriebssteuerarten wie Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. Das heißt, das ist wichtig. Aber du nimmst deine aktuellste Steuernummer, das heißt, die du jetzt neu bekommen hast, und erklärst unter dieser Steuernummer auch dein Angestellteneinkommen. Oh, jetzt habe ich eine weitere Frage gelöscht. Und zwar von André. Der sagt, KV, PV, RV, Riester, Haftpflichtversicherung sind doch aber insgesamt gedeckelt bis zu einem Höchstbetrag oder nicht? Genau, da, die sind grundsätzlich auch gedeckelt, beziehungsweise die Kranken, also die Pflegeversicherung und Krankenversicherung ist die Basisabsicherung, die ist ungedeckelt. Aber ansonsten gibt es da eine Deckelung. Das sprengt hier so ein bisschen den Rahmen. Ich habe dazu tatsächlich ein vertiefendes Video aufgenommen, was ihr auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da, Michelle, du hast einen besseren Überblick. Geht in die Richtung Versicherung in der Steuererklärung, heißt das. Findet ihr auch Versicherung in der Steuererklärung. Da gehe ich ganz explizit darauf ein, wie die Deckelungen sind und so weiter. Ihr solltet die aber trotzdem zusammensammeln. Aber André, hast du vollkommen recht, ist nicht vollkommen unlimitiert absetzbar, sondern da gibt es eine Deckelung. Genau. Wenn ich auch generell sage, ihr könnt was steuerlich absetzen, heißt es nicht, dass ihr da 1 Euro absetzen könnt und 1 Euro weniger Steuern zahlt. Das definitiv nicht. Wenn ich mich für den Kontosteuerservice entscheide und bislang noch kein Konto bei Kontos besitze, wie gehen wir denn mit den Bankkontoumsätzen um, die bislang in einer anderen Bank angefallen waren? Genau wie jeder andere Steuerberater auch, du schickst uns deine Kontoauszüge oder gibst uns irgendwie anderweitig Online-Zugriff auf deine Kontoumsätze und dann ziehen wir uns die und machen eine Steuererklärung. Das können wir auch. Wir können auch so analog ich will jetzt nicht oldschool sagen, aber wir können auch ganz normal, wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft, wir haben genau die gleiche Software im Hintergrund am Laufen und so weiter. Wir haben eine sehr hohe Effizienz, wenn alles über das Kontosystem läuft, ist aber nicht notwendig. Wir können das auch ohne die Steuererklärung erstellen. Für alle Leute, die das vielleicht generell ganz interessant findet, ihr findet in der Videobeschreibung als allerersten Link, findet ihr einen Link zu unserem Angebot. Das heißt, wenn ihr tatsächlich auch sagt, ich habe gar keine Lust, alle selber zu machen, dann gebt es einfach uns. Machen wir sehr gerne für euch. Nächstes Thema heute ist nämlich, was hat sich jetzt eigentlich in diesem Jahr geändert im Vergleich zum Vorjahr? Und zwar gibt es ein paar Sachen, die sind wirklich, würde ich sagen, absolut neu, und so ein paar Sachen, die ändern sich eigentlich jedes Jahr. Die haben sich jetzt auch für 2021 geändert im Vergleich zu 2020. Zum Beispiel, das ändert sich jedes Jahr, Erhöhung des Grundfreibetrags. Das heißt, der Grundfreibetrag liegt jetzt bei 9.744 Euro. Das heißt, das ist das Einkommen, was ihr insgesamt verdienen könnt, ohne 1 Euro Steuern zu zahlen zu müssen. Ab dem 9.745. Euro zahlt ihr den Steuern. Für Verheiratete gilt wie immer eigentlich ein paar Euro mehr. Diese Grenze, die steigt auch jedes Jahr ein bisschen an. Die steigt dieses Jahr nochmal an und nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwann mal nicht angestiegen ist, aber so ein paar Euro geht es immer nach oben. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Spitzensteuersätze und jeder Prozentsatz, der an Steuern erreicht wird, dass sich das alles ein wenig nach hinten verschiebt. Das heißt, nicht nur die ersten Euros sind steuerfrei, sondern das gesamte Einkommen wird ein bisschen weniger versteuert. Ist auch ehrlicherweise, also gleicht wahrscheinlich nicht mal die aktuelle Inflation aus. Das heißt aber, die Einkommensgrenze, ab dem der nächsthöhere Steuersatz dann fällig wird, ist dadurch, dass der Grundfreibetrag steigt, verschiebt sich um 1,25% Einkommen. Ist jetzt nicht weltbewegend, ist aber natürlich wichtig zu wissen. Ihr müsst da aber auch nichts tun. Also das ist tatsächlich eine Sache, die wird von jeder Software, mit der ihr das macht, automatisch gemacht. Und selbst wenn sie es nicht macht, das Finanzamt berücksichtigt das sowieso, ob ihr das nur irgendwie für euch in eurer Kalkulation berücksichtigt oder nicht. Vollkommen wurscht. Finanzamt berechnet das sowieso und kann das auch gar nicht, also kann das nicht berücksichtigen. Interessanter wird folgender Punkt, und zwar unser heißgeliebter Solidaritätszuschlag, der ja, glaube ich,
1991 eingeführt wurde mit der Absicht, dass es ein Jahr einen Solidaritätszuschlag gibt oder so. Ist lange her. Ich kann mich an die Zeit, in der 1991 kannte ich mir noch nicht so mit Steuern aus. Und dieser Soli sollte ja schon ewig abgeschafft werden. Was der Gesetzgeber sich gedacht hat, machen wir jetzt mal, und es nicht hinbekommen hat, weil es wäre ja schön, wenn wir einfach mal so gesamte Steuern einfach mal streichen würden und die ganzen fetten Gesetze einfach mal dünner machen würde, haben wir nicht gemacht. Wäre ja schade ums Papier, wenn wir wirklich etwas einfach nur löschen würden. Deswegen gibt es nur eine Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags, bleibt aber auch noch häufig. Und zwar gibt es für 90% von euch, das heißt 90% der Steuerpflichtigen in Deutschland zahlen keinen Solidaritätszuschlag mehr. 6,5% von euch zahlen weniger Solidaritätszuschlag als bisher und 3,5% zahlen genauso viel Solidaritätszuschlag wie vorher auch schon. Ich kann euch nicht genau sagen, wie es bei euch ist. Ich kann euch das nur als Beispiel mal sagen bei einer Einzelveranlagung. Das heißt, wenn ich jetzt alleinstehend wäre, alleine meine Steuererklärung machen würde und ich hätte ein Einkommen bis ungefähr 73.000 Euro, würde ich gar kein Soli mehr zahlen, pro Jahr, für alle Einkunftsarten natürlich. Wenn mein Einkommen zwischen 73.000 und 109.000 Euro liegt, dann habe ich einen ermäßigten Solidaritätszuschlag und alles darüber zahle ich Solidaritätszuschlag, wie auch immer vorher auch. Das hat sich getan. Auch da müsst ihr natürlich nicht so richtig viel machen, ist aber tatsächlich für die Leute, die jetzt quasi unter 73.000 Euro liegen, tatsächlich eine Steuerentlastung. Muss man so sagen, muss man auch anerkennen. Mich als Steuermensch nervt es tierisch, warum man so einen Mist macht, warum man das nicht, also Bürokratieabbau ist für mich auch sowas, dass man sich von Dingen trennen kann. Und wenn man mehr Steuereinnahmen braucht als Staat, gut, da kann man immer drüber diskutieren, ob das wirklich notwendig ist, aber löscht das Ganze doch einfach. Erhöht doch lieber den Einkommensteuersatz in der Spitze ein bisschen und löscht diesen ganzen Soli-Mist. Ist nicht der Fall. Leider nicht. Was wichtig ist, das kennen die ein oder anderen für euch vielleicht, gerade jetzt Thema Corona, geht es um Homeoffice. Ihr könnt euer Homeoffice, das heißt euren Heimarbeitsplatz, wenn das eure Hauptniederlassung für eure berufliche selbstständige Tätigkeit ist, könnt ihr diese Kosten geltend machen. Und zwar anteilig von den Mietkosten, von den Mietnebenkosten, von den Heizkosten, Internet. All das könnt ihr anteilig ungedeckelt absetzen. Das ganze Thema Homeoffice-Absetzbarkeit sprengt hier so ein bisschen den Rahmen. Deswegen habe ich auch dazu ein vertiefendes Video aufgenommen. Auch das findet ihr in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr euer Homeoffice nicht steuerlich absetzt, tut es bitte. Lohnt sich in der Regel richtig, wenn ihr schwerpunktmäßig von zu Hause arbeitet. Problematisch ist, ihr braucht dafür ein komplett separat abgegrenztes Arbeitszimmer. Wirklich so mit Tür auf, Tür zu, separat Ding. Das reicht nicht, wenn ihr auf der Couch sitzt, ein bisschen arbeitet, wenn ihr am Küchentisch sitzt, wenn ihr ein Loft habt und alles ein großes ein Ding ist, dann habt ihr echt große Probleme mit der Absetzbarkeit. Und da gab es jetzt durch Corona, wegen Corona eingeführt, weil natürlich sehr viel mehr Leute jetzt plötzlich zu Hause arbeiten, gibt es eine sogenannte Homeoffice-Pauschale. Das heißt, wenn ihr grundsätzlich kein Homeoffice absetzen könnt oder aber auch vielleicht alle eure Rechnungen sofort schon geschreddert habt, euren Mietvertrag geschreddert habt und einfach nichts mehr habt und jetzt euch denkt, Mist, ich habe ja letztes Jahr eigentlich zu Hause gearbeitet, wie kann ich denn jetzt noch Kosten berücksichtigen? Dafür gibt es die Homeoffice-Pauschale. Gut, sie wurde nicht exakt dafür erfunden, aber genau da hilft euch die Homeoffice-Pauschale. Die Homeoffice-Pauschale könnt ihr ohne Nachweis von irgendwelchen Kosten nutzen in Höhe von 5 Euro pro Arbeitstag. Zugegeben, das ist super wenig, finde ich, aber so ist die Kiste, und zwar maximal 120 Tage pro Jahr. Das heißt, der Gesetzgeber geht davon aus, dass selbstständige Leute nicht mehr als 120 Tage im Jahr arbeiten. Entweder waren sie noch nie selbstständig. Natürlich, welcher Politiker war vorher mal irgendwie selbstständig? Als Rechtsanwalt vielleicht in irgendeiner Partnerschaftskanzlei. Irgendwie halten uns die Politiker für faul, dass sie glauben, dass wir nur 120 Tage auch wirklich gearbeitet haben letztes Jahr. Aber tatsächlich ist es 120 Tage mal 5 Euro, sind dann maximal 600 Euro, die ihr als Homeoffice-Pauschale absetzen könnt. Das könnt ihr ohne Nachweis von irgendwelchen Kosten einfach machen und als Betriebsausgaben einbuchen. Außerdem, und das ist gerade absolut Hot Topic, redet jeder drüber, Christian Lindner gefühlt einmal Finanzminister, einmal in der Woche gibt es irgendein Update zu der sogenannten Pendlerpauschale. Pendlerpauschale berücksichtigt ja in erster Linie Leute, die pendeln. Surprise, surprise. Ich bin ein Fuchs. Die Pendlerpauschale, also genau, das ist, fördert natürlich, also
sorg dafür, dass du die Wege zwischen deinem Wohnort und deinem Arbeitsort steuerlich berücksichtigen kannst. Das betrifft natürlich in erster Linie Angestellte, weil Selbstständige, also zumindest sehr viel mehr Angestellte, frei entscheiden können, wo sie arbeiten und dadurch einfach weniger pendeln. Aber diejenigen, die das haben, ich habe das auch jahrelang gehabt, dass ich gewohnt habe und ein Büro hatte und da bin ich halt hingefahren. Ihr könnt die Pendlerpauschale ansetzen, also dieses Pendeln könnt ihr ganz normal als Kosten absetzen in der Steuererklärung. Und zwar auch unabhängig von eurem Fortbewegungsmittel. Das heißt, auch wenn ihr zu Fuß geht, mit dem Fahrrad fahrt, mit der U-Bahn fahrt, wie auch immer, ihr könnt die Pendlerpauschale nutzen. Und die lag immer bei 30 Cent pro Kilometer und die gilt ab dem 21. Kilometer, liegt sie jetzt bei 35 Cent. Das heißt, für die ersten 20 Kilometer 30 Cent und danach 35 Cent. Und die wird, lege ich meine Hand dafür ins Feuer, verwette ich einiges, wird angehoben dieses Jahr nochmal, gerade wegen den wirklich explosionsartig steigenden Energiekosten, um den Rechnung zu tragen, wird wahrscheinlich die Pendlerpauschale angepasst und alles, was jetzt gerade noch diskutieren mit Tankrabatt und Gutschein und was auch immer, was da kommen wird. Aber die Pendlerpauschale, die wird auch nochmal angehoben und wird nochmal höher sein. Aber für letztes Jahr gelten 30 Cent bzw. 35 Cent ab dem 21. Kilometer. Dann, und das ist wieder so ein Standardding, das ändert sich jedes Mal, Altersvorsorge, das heißt der absetzbare Anteil eurer Altersvorsorge, der steigt jedes Jahr um 2% an, der liegt jetzt für letztes Jahr bei 92%. Nicht spektakulär, ich kann euch auch schon mal spoilern, dieses Jahr liegt er bei 94% und nächstes Jahr bei 96%, bis er dann bei 100% liegt und dann bleibt er da. Wichtig auch ist, das ist keine Änderung, ich habe das trotzdem gedacht, ich packe das mal mit rein, Kurzarbeitergeld, weil letztes Jahr natürlich auch einige Leute in der Kurzarbeit waren aufgrund von Corona. Kurzarbeitergeld generell ist steuerfrei, übrigens auch Gründungszuschuss und solche Sachen. Es unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt. Das heißt, du musst an sich auf das Kurzarbeitergeld keine Steuern zahlen. Das Kurzarbeitergeld sorgt aber dafür, dass du dein restliches Einkommen mit einem höheren Prozentsatz versteuern musst. Das ist quasi der sogenannte Progressionsvorbehalt. Der führt in der Regel trotzdem zu einer ordentlichen höheren Steuerbelastung. Das heißt, das gilt auch für viele Leute für letztes Jahr, auch schon für vorletztes Jahr, möchte ich an dieser Stelle trotzdem einmal erwähnen, weil das natürlich ein relevantes Thema ist für die Steuererklärung 2021 und Millionen Leute in Deutschland betrifft. Ein weiterer Punkt sind Kinder, Entlastungen für Familien. Da hat sich tatsächlich einiges getan, beziehungsweise es war eine vorübergehende Regelung für 2020 und die ist jetzt aber dauerhaft. Und zwar Kinderfreibeträge. Also Kinderfreibeträge, generell gibt es erstmal eine Erhöhung bei Zusammenveranlagen auf 8.388 Euro und Einzelveranlagung ziemlich genau die Hälfte. Was aber tatsächlich ein großer Sprung ist, ist der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Das heißt, wenn ihr alleinerziehend seid, dann kennt ihr das vielleicht noch, da gibt es einen Entlastungsbetrag, der lag irgendwie bei 1.900 Euro und normalerweise wird sowas ja immer nur so ein paar Prozent Euros oder Prozentpunkte angehoben. Der wurde tatsächlich mehr als verdoppelt für das Steuerjahr 2020 und es wurde sich darauf geeinigt, das bleibt so. Das heißt, Alleinerziehende haben dauerhaft diesen Steuervorteil, zu Recht, finde ich. Und dann noch ein wichtiger Punkt, bin ich vorhin schon mal drauf eingegangen, habe ich auch erwähnt, dazu gibt es auch nochmal ein vertiefendes Video unterhalb dieses Videos und zwar der vereinfachte Spendennachweis. Vereinfachter Spendennachweis heißt, Kontoauszug reicht als Nachweis. Das waren bisher immer bis 200 Euro pro Spende, also auch nicht pro Jahr, pro Organisation, sondern pro Überweisung, pro Transaktion. Bis 200 Euro reicht euch der Kontoauszug. Das heißt, wenn ihr letztes Jahr zum Beispiel ein Flutopfer an irgendeine Organisation gespendet habt und 200 Euro bezahlt habt, dann reicht euch der Kontoauszug als der Nachweis und dann könnt ihr das in der Steuererklärung berücksichtigen. Alles über 200 Euro habt ihr in der Vergangenheit immer so eine Zuwendungsbescheinigung, Spendenquittung gebraucht. Das gilt für ab letztem Jahr gilt das bis 300 Euro. Das ist wichtig zu wissen, denke ich. Und es sind noch ein paar Zwecke dazugekommen. Es sind in erster Linie gemeinnützige Zwecke, aber alle Spenden zum Zwecke des Klimaschutzes, Freifunk und Ortsverschönerung gelten jetzt auch als steuerlich begünstigt. Das heißt, wenn ihr Spenden zum Klimaschutz gemacht habt, dann ist das auch steuerlich begünstigt. Und damit kommen wir zu den Prüfungsschwerpunkten vom Finanzamt. Stefan fragt, und wichtige Frage, und deswegen Stefan, deine Frage beantworte ich noch direkt und dann gehe ich einmal zu den nächsten Punkten, weil es einfach nur so eine gute Überleitung ist. Stefan fragt, können Rücklagen für Steuerzahlungen als nicht entnommener Gewinn gesehen werden? Stefan, wenn du ein Einzelunternehmen hast, also freiberuflich oder gewerbetreibend bist in der Rechtsform des Einzelunternehmens, dann nein. Dann ist dein Gewinn alle Umsätze minus Betriebsausgaben, das ist dein Gewinn, vollkommen unabhängig davon, wo dein
wo das Geld liegt. Vollkommen unabhängig davon musst du dann versteuern. Warum das eine gute Überleitung ist? Weil der Prüfungsschwerpunkt, um den ihr euch in diesem Jahr Gott sei Dank nicht so viele Gedanken machen müsst als Selbstständige, ist, also der absolute größte Fokus liegt tatsächlich auf Gesellschaften, und zwar zum Thema nicht ausgeschütteter Gewinn bei Personengesellschaften. Das heißt, bei Personengesellschaften geht das. Das heißt, wenn ihr eine GbR habt, eine UHG habt, eine KG habt, dann könnt ihr den Gewinn nicht ausschütten. Normalerweise ist das wie bei Einzelunternehmen, dass ihr euch mit eurem persönlichen individuellen Steuersatz versteuern müsst. Also unter Umständen 40%, 45% und so weiter. Da gab es aber, also gibt es eine Regelung, die quasi steuerlich das Geld begünstigt, was ihr nicht ausschüttet, weil ihr es reinvestieren in euer Unternehmen wollt. Das ist so eine Thesaurierungsbegünstigung. Also Thesaurierung, Geld wird im Unternehmen gehalten. Und das war steuerlich begünstigt. Und da gab es natürlich Wahlrechte. Da guckt das Finanzamt dieses Jahr ganz, ganz genau drauf. Das heißt, wenn das für euch zutrifft, ganz wichtiger Punkt, dass das muss korrekt sein. Außerdem, wenn ihr Anteile an Kapitalgesellschaften veräußert, auch ganz wichtiger Punkt. Das ist ein Prüfungsschwerpunkt, worauf das Finanzamt, das heißt das ganze Thema Gesellschaften bei den beiden Punkten, unbedingt ganz, ganz korrekt arbeiten. Und auch ein wichtiger Punkt, reicht da denn direkt vielleicht schon mal eure Berechnungsgrundlage, eure Dokumentation ein, wenn ihr wollt, dass der Steuerbescheid schnell kommt. Es kann natürlich auch strategisch Sinn ergeben, Steuererklärung ganz spät abzugeben und trotzdem das Ganze noch zu verzögern, weil ihr wisst, dass ihr so ordentlich nachzahlen müsst, dann könnt ihr das auch schieben. Das kann taktisch, strategisch durchaus auch Sinn ergeben. Anderer wichtiger Punkt, das ist für alle Leute, die Mieteinkünfte haben. Das heißt, wenn ihr Immobilien habt und ihr saniert energetisch, das steuerlich auch sehr begünstigt ist, oder saniert generell Wohnraum in Baudenkmälern, auch das beides ist steuerlich sehr begünstigt. Sprengt den Rahmen, wenn ich euch jetzt hier eure Steuersparmodelle für Miet- und Immobilien ausbreite. Wenn das ein interessantes Thema ist, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Dann können wir dazu vielleicht mal ein separates, vertiefendes Video machen, wie man das Ganze eigentlich nutzen kann. Aber wenn ihr das habt in dem Immobilienbereich, dann solltet ihr dieses Jahr auch ganz besonders aufmerksam sein und die Unterlagen vielleicht direkt mit einreichen. Was ein wenig interessanter für euch sein sollte, ist erstens das ganze Thema Liebhaberei. Und auch zum Thema Liebhaberei habe ich auch ein vertiefendes Video aufgenommen. Liebhaberei ist eine Selbstständigkeit, die über einen längeren Zeitraum keinen Gewinn erzielt. Oder andersrum, die über die gesamte betriebliche Dauer keinen Gewinn erzielt. Das sind ganz viele Leute, die aus einer Leidenschaft, aus einem Hobby heraus sich vielleicht selbstständig machen, weil sie plötzlich Umsätze und Einnahmen hatten und sich dann selbstständig angemeldet haben, aber dauerhaft keinen Gewinn machen. Dann könnt ihr ja eure gemachten Verluste, habe ich vorhin erwähnt, steuerlich verrechnen, zum Beispiel mit anderen Einkunftsarten. Wenn ihr aber nachhaltig keine Gewinne macht, dann geht das Finanzamt hin und sagt, das ist Liebhaberei. Liebhaberei bedeutet sowas wie, das Finanzamt entscheidet, dass deine Selbstständigkeit ein Hobby ist. Und das Hobby wird steuerlich nicht gefördert. Das heißt, dürft ihr die Verluste nicht mehr verrechnen. Und das im Zweifel auch rückwirkend für ein paar Jahre. Das heißt, dann dürft ihr die Verlustverrechnung aus eurer Selbstständigkeit nicht mehr geltend machen. Und dann gibt es eine ordentliche Steuernachzahlung, weil ihr halt die Betriebsausgaben nicht mehr berücksichtigen dürft. Das ist ein wichtiges Thema. Das war das absolute Hauptüberthema für 2020, ist aber nach wie vor trotzdem ein sehr präsentes Thema. Und dann guckt das Finanzamt natürlich noch auf alle Dinge, die jetzt, ich würde mal sagen, aufgrund der Corona-Situation noch anders aussieht. Das heißt, du solltest genau dokumentieren, wie sich deine, ich würde mal sagen, Lebensumstände oder deine steuerliche Situation durch Corona verändert hat. Wenn du beispielsweise ein Homeoffice eingerichtet hast oder jetzt das Kinderzimmer zum Büro erklärt hast und das Kind rausgeworfen hast, keine Ahnung, oder das im anderen Zimmer ist und so. Das heißt, wenn du das umgeräumt hast und so weiter, dokumentiere das. Ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, auch von unseren Mandanten, die wirklich Fotos von ihrem Homeoffice machen mussten und das nachweisen, zeigen mussten, dass es wirklich ausschließlich ein Arbeitszimmer ist, dass das absetzbar ist und so weiter. Das heißt, zum Thema Homeoffice, wenn ihr eins habt, könnt ihr euch eigentlich in der Regel mit auf Fragen einstellen. Das heißt, da berechnet das korrekter. Wichtig ist auch, dass die Tage, in denen ihr eine Homeoffice-Pauschale ansetzen solltet und Reisekosten absetzen wollt, dass ihr nicht am gleichen Tag oder nur mit Begründung am gleichen Tag beides absetzt. Natürlich könnt ihr die ersten 5 Stunden im Homeoffice arbeiten und dann trotzdem noch einen Geschäftstermin haben, aber das muss zusammenpassen. Das heißt, wirklich habt da eine saubere Dokumentation. Es werden zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass Fragen kommen, sind sehr, sehr viel höher als noch in den früheren Jahren. Auch wenn ich, was ich erzählt habe, wenn ihr zum Beispiel einen Stuhl kauft, einen Laptop kauft, einen Schreibtisch kauft, so diese Einrichtung des Homeoffice, die Kosten könnt ihr natürlich absetzen, könnt ihr auch eigentlich schon
eure Begründung dafür und eure Dokumentation schon mal vorformulieren und gleich direkt an das Finanzamt mitschicken. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie fragen, ist relativ groß. Ihr müsst natürlich nicht pauschal das mitschicken, ungefragt. Wenn ihr es aber eilig habt, dann vielleicht ja. Wichtiger Punkt auch noch zum Thema doppelte Haushaltsführung. Vielleicht haben das einige, die noch einen zweiten Wohnsitz haben, weil sie da arbeiten, weil sie da auf einem Projekt arbeiten und das da regelmäßig haben. Wenn ihr jetzt aufgrund von Corona diesen auswärtigen Tätigkeitsort nicht habt, bei einem Kunden beispielsweise, und dann die Wohnung nicht nutzt, gibt es tatsächlich ein paar Situationen, was man jetzt gerade auch schon sieht, dass die Finanzämter sich anstellen, dass man diese Wohnung für diese Miete für die zweite Wohnung nicht mehr steuerlich absetzen kann, weil das Finanzamt sagt, naja, in dem Jahr hast du es ja gar nicht betrieblich genutzt. Das heißt, es gibt einige Finanzämter, die jetzt hingehen und davon ausgehen und sagen, naja, du hast das letztes Jahr nicht betrieblich genutzt, also kannst du es noch nicht absetzen. Ist natürlich ein bisschen weltfremd, muss ich persönlich sagen, als wenn man in Deutschland oder in deutschen Großstädten einfach mal so zum 1.1. eine Wohnung kündigt und wenn man sie dann braucht am 1.11. einfach wieder mieten kann. Die ist ja dann weg vom Markt. Das heißt, so ein Umzug oder eine Wohnungsauflösung, um es dann ein Jahr später wieder neu zu machen, ist sehr, sehr weltfremd, das zu glauben, dass das so gehen würde. Deswegen ist in dem Fall, wenn es dazu Probleme gibt, sprecht mit dem Steuerberater, da gibt es genug Gründe, warum man das absolut anders sehen kann, warum man da auch durchaus in Diskussion mit dem Finanzamt gehen kann. Das Finanzamt ist nicht der Richter, das sind Richter. Also man kann anderer Auffassung sein als das Finanzamt und dann kann man sich im Zweifel, wenn man sich nicht einigt oder das Finanzamt nachhaltig nicht seiner eigenen Begründung folgt, kann man den ganzen Fall von einem Gericht, vom Finanzgericht ausdiskutieren. Und es gibt viele Fälle, wo die Finanzämter tatsächlich auch nicht recht bekommen. Deswegen, das Finanzamt ist nicht der, über deine steuerliche Absetzbarkeit richtet, sondern die sind einfach nur die andere Partei. So. Einfach gerade zum Wohle der Leute, die es wahrscheinlich jetzt auch irgendwann eilig haben, möchte ich einmal ganz kurz meine Slides durchziehen. Ich werde auf alle Fragen nachher eingehen. Ich bin auf ein paar Punkte und da gibt es tatsächlich überall auch vertiefende Videos. Ich gehe jetzt nur einmal ganz grob durch die Steuertipps durch, von denen ich gemerkt habe, dass sie vielen Leuten nicht bewusst sind oder dass sie vielleicht bewusst sind, aber nicht aktiv genutzt werden. Das heißt, was könnt ihr heute noch machen, um für letztes Jahr Steuern zu sparen? Der erste Tipp ist grundsätzlich Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibung. Es dreht sich um Investitionen, um es mal so zu sagen. Mit dem Investitionsabzugsbetrag oder IAB, auch dazu gibt es ein vertiefendes Video und eine Videobeschreibung oder Michelle gleich gerne auch im Chat, könnt ihr zukünftige Investitionen steuerlich berücksichtigen. Das heißt, wenn ihr in diesem Jahr was anschaffen wollt oder im nächsten Jahr, dann könnt ihr für letztes Jahr schon 50% der Kosten berücksichtigen. Das heißt, wenn ihr heute ein Smartphone kauft, könnt ihr 50% der Betriebsausgaben schon im letzten Jahr berücksichtigen. Wenn ihr nächstes Jahr einen Firmenwagen kaufen wollt, könnt ihr 50% davon schon letztes Jahr in die Steuererklärung packen, als Investitionsabzugsbetrag und steuerlich geltend machen. Absolut super interessantes Modell. Werden einige von euch vielleicht schon gehört haben, vergessen viele aber in der Praxis. Das heißt, überlegt euch, was ihr dieses Jahr alles vielleicht investiert für langfristige Investitionen. Könnt ihr 50% der Kosten letztes Jahr schon ansetzen? Zumindest immer dann, solange ihr unter 200.000 Euro Gewinn pro Jahr liegt. Sonderabschreibung ist ein Modell, was ihr nutzen könnt, um quasi nochmal ein bisschen mehr abzuschreiben als das, was sowieso schon angeschafft habt. Das heißt, das ist jetzt quasi das Smartphone, was ihr letztes Jahr gekauft habt, beispielsweise im Dezember. Smartphone muss abgeschrieben werden. Also Anschaffungskosten müssen verteilt werden, ich glaube auf 3 Jahre bei einem Smartphone und dann aber monatsanteilig. Das heißt, wenn ihr im Dezember ein Smartphone gekauft habt, könnt ihr genau 1/12 von einem Drittel absetzen. Also 1/36, super wenig, lohnt sich nicht wirklich. Durch die Sonderabschreibung könnt ihr aber 20% pauschal erstmal runternehmen. Könnt ihr, wenn ihr für 1.000 Euro ein Smartphone gekauft habt, direkt 200% absetzen und könnt dann von dem verbleibenden Betrag nochmal 1/36 pro Monat nehmen. Auch dazu gibt es ein vertiefendes Video, auch das ist in der Videobeschreibung. Das sind zwei große Stellschrauben. Und dann ein Steuertipp, und das muss ich ganz ehrlicherweise sagen, ich kannte den in der Theorie, habe ich aber tatsächlich in der Recherche, auch gerade Ende letzten Jahres, bin ich auf den Gedanken gekommen, weil es auch gerade super relevant gerade für letztes Jahr ist. Ich habe jetzt gesagt, ey, wenn ihr zu Hause arbeitet und euch plötzlich einen Tisch als Schreibtisch angeschafft habt oder einen Stuhl und so weiter, und könnt ihr das als Betriebsausgabe absetzen. Was ist aber, wenn ihr einen Tisch, den ihr schon habt, als Schreibtisch nutzt und einen Stuhl, den ihr schon habt, als Stuhl nimmt, oder, das ist das konkrete Beispiel, oder irgendetwas anderes, was ihr eigentlich privat gekauft habt, jetzt aber betrieblich nutzt, weil sich das halt anbietet und es keinen Sinn ergibt, alles neu zu kaufen, dann könnt ihr
diese privaten Gegenstände in das Betriebsvermögen einlegen und dann nochmal abschreiben. Das heißt, ihr könnt die privaten Gegenstände ins Unternehmen packen und da dann abschreiben. Das heißt, dann Kosten verursachen. Wissen viele Leute nicht, habe ich auch immer verpennt. Auch dazu gibt es ein vertiefendes Video, findet ihr auch unten. Und das ist gerade bei Leuten, die jetzt vielleicht sich in den letzten Jahren umorganisiert haben, überlegt ihr euch, ob ihr nicht Dinge einfach nochmal ins Betriebsvermögen einlegt, was nicht offiziell in eurem Anlagespiegel, also in euren Investitionsgütern, in eurem Unternehmen sind. Könnt ihr machen? Lohnt sich. Und weil Dinge auch mal kaputt gehen, Steuertipp Nummer 3, und das ist wirklich nur so ein Tipp, das ist nicht wirklich, das ist also Tipp, das ist nur bitte ein Hinweis, weil das ist ehrlicherweise kein riesen raketenwissenschaftlicher Tipp. Dinge gehen auch mal kaputt. Smartphone 3 Jahre abschreiben. Ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die alle 6 Monate ein neues Smartphone kaufen, aber alle 2 Jahre doch wohl mindestens. Was mache ich denn, wenn ich mein wichtigstes Arbeitsgerät, mein Handy, einmal im Jahr austausche? Dann habe ich ja noch das alte im Betriebsvermögen. Das ist aber dann im Zweifel dann nichts mehr wert. Das könnt ihr außerplanmäßig abschreiben. Das heißt, wenn das weniger wert ist, aufgrund von schnellen Verbrauch, schnellen Verschleiß, weil es runtergefallen ist, all diese Dinge, die in eurem Anlagevermögen sind und schnell an Wert verloren haben, warum auch immer, weil es geklaut wurde, weil es runtergefallen ist, weil es sich einfach sehr intensiv nutzt, weil was auch immer, ich verbrauche echt viele Laptops und es tut mir auch aufrichtig leid, dass die immer so schnell so mistig aussehen. Der geht tatsächlich noch einigermaßen, aber der ist auch noch nicht so alt. Wenn ich den so schnell verbraucht habe, kann ich diese Wertminderung als außerplanmäßige Abschreibung noch in die Buchhaltung aufnehmen. Und das natürlich auch heute noch für Dezember. Genau das gleiche übrigens auch mit der Einlage. Ein 4. Tipp, und das ist eher so ein allgemeiner Hinweis, habe ich vorhin schon erwähnt, ihr könnt Betriebsausgaben, die ihr zum Teil betrieblich hattet und zum Teil privat hattet, den betrieblichen Nutzungsanteil, den müsst ihr dann irgendwie schätzen und nachweisen können, also zeitlich schätzen, Umfang schätzen und so weiter, könnt ihr trotzdem als Betriebsausgabe absetzen. Was da ganz häufig anfällt, ist zum Beispiel, habt ihr ein Audible-Abo und ihr hört häufig irgendwie Bücher, die euch in eurer Selbstständigkeit weiterbringen, absetzen. Wenn ihr sowas wie, es gibt auch noch sowas wie, hier BookBeat, so Informationszugänge und so weiter. Privat euer Telefon zu Hause, euer Internetvertrag für zu Hause. Ihr habt zu Hause gearbeitet, setzt noch nicht einen Teil von euren Internetkosten in der Buchhaltung ab, solltet ihr unbedingt machen. Smartphone-Vertrag. Meine Mama ist Yoga-Lehrerin, also nicht Yoga-Lehrerin, meine Mama ist Hebamme, die Yoga-Stunden für Schwangere gibt, also Schwangeren-Yoga und auch Rückbildungskurse und so weiter. Die nutzt Musik. Sie nutzt für Musik Spotify. Das heißt, sie hat ein Spotify-Premium-Abo, weil es immer bei der Entspannung ein bisschen doof ist, Seitenbacher-Werbung plötzlich zu hören. Deswegen nutzt sie halt ein Premium-Konto, zahlt dafür monatlich. Sie nutzt es aber auch betrieblich. Deswegen hat sie jetzt hingegangen, hat geschätzt, den betrieblichen Nutzungsanteil geschätzt, 50%. Haut jetzt die 50% der Kosten für Spotify in die Buchhaltung. Vollkommen zu Recht, macht fast keiner. Wenn ihr euch mal aktiv einfach mal durchscannt, was nutzt ihr alles betrieblich, lohnt sich, in die Buchhaltung zu packen. Gerade bei solchen Ausgaben wie Spotify und so ist es manchmal vielleicht auch einfacher, das einfach einmal im Jahr einzubuchen. Aber vergesst das Ganze nicht. Und 5. Tipp, auch dazu gibt es eine ganze, übrigens auch, also diese ganzen, zu den ganzen Themen gibt es unten in der Videobeschreibung Links. Nächster Tipp ist Dienstwagenversteuerung optimieren. Das heißt, immer zum Jahreswechsel könnt ihr wechseln zwischen Fahrtenbuch und 1%-Methode. Das würde hier wirklich absolut den Rahmen sprengen. Ich habe ganze Webinare nur darüber gegeben, wie man das idealerweise machen kann. Aber damit habt ihr mit jedem Jahreswechsel habt ihr eine neue Möglichkeit, quasi neu zu wählen und euch zu entscheiden, was günstiger ist. Wir haben da auch ein Excel-Tool entwickelt, wo ihr einfach eure Zahlen eintragen könnt und dann sagt euch das Tool, was für euch günstiger ist. Gerade durch veränderte Nutzung durch Corona beispielsweise, dadurch, dass ihr weniger unterwegs seid, mehr online arbeitet, kann das ja durchaus passiert sein, dass sich die Nutzung verändert hat, dass da eventuell ein Wechsel von 1% zu Fahrtenbuch oder sowas Sinn ergibt und das wäre grundsätzlich immer zum Jahreswechsel interessant. Ist jetzt natürlich schon März, würde sich aber im Zweifel nochmal lohnen, sich darüber heute Gedanken zu machen. Welche Tools sind die richtigen, besten? Ich würde mal sagen, für die Pioniere unter euch, für die Leute, die wirklich inhaltlich Ahnung haben, die Bock auf die Thematik haben, die das auch Probleme mögen, die schwierig sind. Ich glaube, Albert Einstein hat mal gesagt, um eine Steuererklärung zu machen, muss man Philosoph sein, für Mathematiker ist das zu schwierig. Wenn ihr Philosoph seid also, nach Albert Einstein, dann benutzt doch Elster Online. Elster Online ist das Portal vom Finanzamt, also direkt einfach Elster Online eingeben, wie ihr euch da registrieren könnt, Zugang holen könnt und so, wisst ihr entweder oder ihr findet auch die Anleitung auf unserem Kanal, wo wir das Schritt für Schritt mit Bildschirmübertragung quasi gezeigt haben.
Ihr braucht theoretisch kein separates Geschäftskonto. Ich würde euch aber dringend empfehlen, habt ein separates Geschäftskonto. Kontist Bankkonto gibt es auch als kostenlose Version. Es gibt auch eine ganze Reihe an kostenlosen Geschäftskonten. Würde ich euch dringend empfehlen. Ihr braucht irgendein Tool und das wirklich empfehle ich euch wirklich, mit dem ihr die Buchhaltung macht. Ausnahme sehe ich, die einzige Ausnahme, die ich persönlich rein aus Pragmatismus akzeptieren würde, wäre, wenn du ausschließlich steuerfreie Umsätze hast und keinen Vorsteuerabzug. Das heißt aber auch, wenn, zum Beispiel, wenn du Kleinunternehmer sein solltest oder Kleinunternehmerin, dann denke ich mir, okay, dann kannst du es auch mit Excel machen. Jeder andere, der mit Umsatzsteuer zu tun hat, tut euch einen Gefallen, spart euch wertvolle Lebenszeit, graue Haare und all das, was ihr bekommt, wenn ihr das versucht, irgendwie ohne Tool zu machen. Holt euch ein Buchhaltungstool. Meine persönliche Empfehlung ist LexOffice. LexOffice ist das professionellste, beste Cloud-Buchhaltungsprogramm, was es gibt in Deutschland. Punkt aus. Elster Online, also Kontist, meine Empfehlung für, wie gesagt, die Philosophen unter euch, Kontist Bankkonto, Free-Version, LexOffice für die Buchhaltung, Elster Online für die Steuererklärung, damit zahlt ihr fürs Bankkonto nichts, für die Buchhaltung zahlt ihr 18, 19 Euro im Monat, Steuererklärung kostet nichts, damit zahlt ihr 230 Euro pro Jahr. Für die Leute, die es ein bisschen entspannter haben wollen, empfehle ich das Kontist Premium Konto. Das Kontist Bankkonto zeigt dir immer dein Netto an. Das heißt, dein Kontist Bankkonto legt deine Steuer auch unterjährig. Mit jeder Transaktion wird die Steuerrücklage berechnet und angepasst. Das heißt, wenn du Kontist nutzt, weißt du jederzeit, wie viel Kohle auf dem Konto eigentlich dir gehört und wie viel du fürs Finanzamt zurücklegen solltest. Meiner Meinung nach eine super Lösung. Ich muss auch sagen, ich war weit vorher Kontist Kunde, bevor ich Kontist Angestellter war. Deswegen lasse ich mir das nicht nehmen, auch selbst noch nach wie vor begeistert von der Lösung zu sein. Kostet 9 Euro im Monat. Buchhaltung, LexOffice kostet immer noch genauso viel. Und dann kommen wir zu diesem ganzen Taxfix, Wundertax, Steuerbot, Smartsteuer und so weiter. Fast kein Tool kann Selbstständige und kann Anlage IÜR, kann Anlage S und kann Anlage G. Das allerbeste Setup ist Smartsteuer. Warum? Geheime Schlüssel, das verbindende Element heißt Haufe. Haufe ist ein Teilinhaber von Kontist, Haufe ist Inhaber von LexOffice und Haufe ist Inhaber von Smartsteuer. Das heißt, Kontist, LexOffice und Smartsteuer arbeiten so schön miteinander zusammen. Du kannst das Bankkonto bei Kontist nutzen, kannst deine Rechnung mit LexOffice schreiben. Das wird dann automatisch miteinander abgeglichen und kategorisiert und gebucht, wenn du LexOffice und Kontist miteinander verbunden hast. Und wenn das ganze Jahr durch ist, dann klickst du bei LexOffice auf einen Knopf, der überträgt die EUR und alle Umsatzsteuerdaten und so weiter an Smartsteuer mit einem Knopfdruck und dann loggst du dich bei Smartsteuer ein und kannst da alle Steuererklärungen machen. Alle heißt Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer. Und das Ganze für 370 Euro im Jahr, das ist gar nicht mal so viel mehr als das für die Philosophen unter euch. Das heißt, alle Leute, die es einfach so gerne selber machen wollen und so ein bisschen Ahnung haben, aber auch da nicht so richtig viel Lust drauf haben, für die ist das die Traumkombi. Absolut, meine Empfehlung. Und ausschließlich für diejenigen, die sagen, ich habe damit da überhaupt gar keine Lust darauf, soll irgendjemand für mich machen, dann nutzt die smarteste Kombi ever, Kontist Geschäftskonto und Kontist Steuerberatung. Das heißt, dann bucht ihr einfach die Kontist Steuerberatung, also uns, mich, ich arbeite für die Kontist Steuerberatung und dann machen wir einfach alles für euch. Ihr nutzt das Bankkonto, schickt uns alle Belege und wir machen für euch die Steuererklärung. Und alle Umsatzsteuer, also ihr macht all das, dann hättet ihr die letzte Stunde nicht zuhören müssen, weil das machen wir alles für euch. Grundsätzlich kostet ein Setup mit Steuerberater ungefähr 1.000 bis 2.000 Euro. Ich habe auch schon gehört, dass das 2.500, 3.000 zum Teil gekostet hat. Unser Preis startet ab 99 Euro im Monat. Außer für Gründer. Gründer haben wir in den ersten zwei Jahren nochmal ein separates extra nochmal Angebot, das ist ein bisschen günstiger, aber standardmäßig 99 Euro im Monat pauschal, das heißt ihr zahlt 1200 Euro pro Jahr für Bankkonto, Buchhaltung, Steuerberatung, Steuererklärung und alles. Das heißt, ihr habt auch, wenn ihr eine Frage habt, ruft ihr an, ihr kriegt jetzt nicht für 5 Minuten extra angefangene Viertelstunden berechnet und so weiter wie bei anderen Steuerberatern, sondern ihr habt eine monatliche Gebühr für all das, was ihr braucht. Das ist das, was wir anbieten. Das ist das, was wir jeden Tag machen. Gut, Michelle hat so ein paar Fragen gesammelt. Und zwar schreibt Tanja, kann man eine Ayurveda-Kur mit medizinischer Behandlung als außergewöhnlicher Belastung absetzen? Man kann tatsächlich einiges als außergewöhnliche Belastung absetzen. Ganz häufig, also ich
wie gesagt, jetzt ganz im Detail, ich kann dir jetzt bei Ayurveda-Kur, da müsste ich mir wahrscheinlich den Prospekt angucken, welche medizinische Behandlung, was steht im Mittelpunkt und so weiter. Das kann ich dir so pauschal nicht so direkt sagen. Grundsätzlich kann man so ganz grob aus Faustformel sagen, wenn ein Arzt dir das verschrieben hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest sehr viel höher. Ich habe aber zum Thema tatsächlich Gesundheitskosten von der Steuer absetzen auch ein vertiefendes Video. Da bin ich nochmal ein bisschen vertiefender darauf eingegangen, was du unter Umständen auch selbst nachweisen musst. Also auch gerade sowas, da gibt es ja durchaus auch alternative Heilmethoden und so weiter, die man auch durchaus absetzen kann, wenn du nachweisen kannst, dass quasi die herkömmlichen Heilmethoden vorher nichts gebracht haben. Dann gibt es da durchaus auch einige Möglichkeiten, wie du was absetzen kannst. Da müssen halt so ein paar Anforderungen erfüllt werden. Timo schreibt, was heißt bezüglich Schwerpunkte Veräußerung von Anteilen bei Kapitalgesellschaft? Damit sind aber nicht die privaten Verkäufe von ETFs oder Aktien gemeint, oder? Nein, die sind nicht. Das ist insbesondere dann, wenn du an GmbH-Anteilen, also ein bisschen mehr Anteile an einer GmbH zum Beispiel hältst, dann ganz normale Kapitalerträge quasi, die sind damit nicht gemeint. Und ihr müsst auch keine Angst haben bei den Prüfungsschwerpunkten. Das heißt einfach nur, dass das Finanzamt intern auf diese Punkte genauer schaut. Aber genau, wenn du jetzt deine MSCI World ETFs verkaufst oder so, das ist nicht die Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaft gemeint, sondern wirklich, wenn du Gesellschafter einer GmbH bist und diese Anteile verkaufst, dann ist das gemeint. Timo schreibt, ich war 2021 im Januar noch angestellt und parallel bereits selbstständig, beides voll von zu Hause. Kann ich dann für Januar Homeoffice-Pauschale zusätzlich ansetzen zu den Kosten fürs Arbeitszimmer in der Mietwohnung? Also wenn du die Kosten also sowieso ansetzen kannst, weil du ein separates Arbeitszimmer hast, dann kannst du die Homeoffice-Pauschale nicht absetzen. Ergibt dann auch keinen Sinn, weil deine tatsächlichen Kosten in der Regel sehr viel höher sein werden als 600 Euro im Jahr. Deswegen, wenn du ein separates Arbeitszimmer hast, bitte das und beschäftige dich gar nicht groß weiter mit der Homeoffice-Pauschale. Enver fragt, IAB, Gewinn oder zu versteuerndes Einkommen? Gewinn. Du kannst bis 200.000 Euro Gewinn aus deiner selbstständigen Tätigkeit, ist auch wichtig, nicht Gesamtgewinn aus allem, was du machst, dann kannst du den IAB nutzen. Wenn du über 200.000 Euro bist, dann nicht mehr. Okay, Martin fragt auch noch zum IAB, sorry, dass ich so schnell darüber hinweggegangen bin. Du kannst von deinen Investitionskosten 50% Vorhaltskosten berücksichtigen, exakt. Das heißt, Martin, hast hundertprozentig recht. Das heißt, wenn du und maximale Höhe, wie du den IAB bilden kannst, du kannst auch ganz viele Investitionen haben, aber maximal bis zu einer Höhe von 200.000 Euro, die kannst du steuerlich berücksichtigen. Das heißt, du kannst Investitionen von bis zu 400.000 Euro steuerlich berücksichtigen, indem du 50% davon als IAB bildest, ja. Zefram schreibt oder fragt, ich bin seit Mai 2021 nebenberuflich selbstständig. Aufgrund meiner beruflichen Anforderungen als Angestellter hatte ich aber keinen Umsatz. Ab wann kann ich mit einer Reaktion wegen Liebhaberei rechnen? Damit kenne ich mich hervorragend aus, weil ich habe erst im dritten Jahr meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit Umsätze gemacht. 2 bis 3 Jahre. Also deswegen, du hast ja, wenn du im 21 nichts hattest und auch im 22 dürftest du vielleicht, jetzt weil das gerade ein Hot Topic, also weil das ist einer der Punkte ist, auf die die Finanzämter besonders achten, vielleicht fragen sie dich auch schon für die Steuererklärung 2022 an, ist aber auch in der Regel in den ersten Jahren noch relativ einfach zu machen. Wie gesagt, ich habe dazu ein Video, guck dir das gerne mal an. Ich habe damals einfach runtergeschrieben, warum das so ist, warum ich da noch keine Umsätze, keinen Gewinn gemacht habe. Ich habe denen aber kurz runtergeschrieben, wie meine Planung für die nächsten Jahre ist und dann waren sie damit einverstanden. Das war wirklich so ein auf einer Brief, also ein DIN A4 Seite habe ich den kurz beschrieben, was der Gedanke ist. War in meinem Fall jetzt, ich habe sehr viel vorproduziert und also Video, also E-Learning-Bereich habe ich das gemacht und ich musste halt am Anfang wahnsinnig viel produzieren, bevor ich es verkaufen konnte. Das heißt, ich hatte am Anfang ganz viel Produktionskosten, habe mir Equipment gekauft und all sowas, habe aber trotzdem die ersten 2 Jahre gar keinen Umsatz gemacht. Ich hatte schon Verträge und habe auch schon Kunden akquiriert gehabt, aber das hat halt einfach sehr lange gebraucht. Deswegen, das kann man dem Finanzamt ganz normal wie einem Menschen erklären und dann sind sie meistens auch da fein damit. Wichtig ist auch da nur, du darfst es halt wirklich nicht für den Steuermissbrauch oder Hinterziehung nutzen. Dann ist das Finanzamt immer ein bisschen zickig und dann ist es auch dein Feind quasi. Eleni schreibt, müssen Büromöbel, zum Beispiel Container, 800 Euro und Schrank 800 Euro zusammen abgeschrieben werden, stellen diese eine Wertgemeinschaft dar? Nein, wenn sie beide unabhängig, selbstständig voneinander genutzt werden können, dann nicht, dann musst du sie nicht abschreiben. Ein bisschen anders ist das zum Beispiel, wenn du
keine Ahnung, eine Kamera kaufst und ein Objektiv. Du kannst das Objektiv nicht ohne die Kamera benutzen, deswegen musst du das dann zusammen abschreiben. Häufig ist das auch so mit Bildschirm. Das heißt, wenn du einen Bildschirm hast, den du nicht alleine benutzen kannst, solche Sachen. MMZ Arzt schreibt, wenn ich ein Einzelunternehmen anmelde und 0 Euro als voraussichtlichen Umsatz angebe, muss ich dann nur die Nullmeldung machen bei der Umsatzsteuervoranmeldung? Ja. Exakt das musst du machen. Florian schreibt, wann ist der Abgabetermin für die Einkommensteuer 21 Veranlagung? Toll, danke Florian, jetzt hast du mich damit darauf aufmerksam gemacht, dass ich irgendwie einen wichtigen Punkt vergessen habe. Abgabe war letztes Jahr ja Ende Oktober aufgrund von Corona, das ist wieder anders. Dieses Jahr ist der 31.07. Wieder die Frist für die Steuererklärung, und zwar für alle. Also Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Weil der 31.07. ein Sonntag ist, erwartet das Finanzamt das aber von euch erst am Tag danach. Also theoretisch 31.07., rein praktisch 1.08. Aber nicht mehr irgendwas mit Oktober, damit wärt ihr zu spät. Jürgen hat eine sehr interessante Frage. Wie ist meine Meinung zu Steuertipps für Selbstständige? Sehr zwiegespalten. Und zwar gerade für Selbstständige. Also wie gesagt, wenn du ein großes Unternehmen hast, eindeutig im sechsstelligen Bereich, also Hunderttausende Gewinn machst, dann kann man da einiges mit der Unternehmensorganisation machen. Wenn man selbstständig ist, dann ist die Gestaltungsmöglichkeit sehr begrenzt, muss ich ganz klar sagen. Auch deswegen, weil viel Steuersparen in einem Jahr dazu führt, dass man in einem anderen Jahr ja mehr Gewinn macht. Ganz extrem simples Beispiel. Wenn ich jetzt durch den Investitionsabzugsbetrag beispielsweise, kann damit spielen, aber wenn ich durch den IAB im letzten Jahr 50% Kosten meines Firmenwagens ansetzen kann, kann ich diese 50% Kosten ja nicht mehr in diesem Jahr absetzen und nicht im nächsten Jahr und nicht im übernächsten Jahr und so weiter. Das heißt, in letztem Jahr war mein Gewinn niedriger, dafür ist aber halt mein Gewinn in gleicher Höhe höher in den folgenden Jahren. Deswegen ist die Gestaltungsmöglichkeit zugegebenermaßen immer sehr, sehr eingeschränkt. Das Steuerspartipps geben immer dann Sinn, wenn man quasi Einkommensspitzen abträgt. Dadurch, dass wir einen progressiven Steuersatz in Deutschland haben, ist sehr hohes Einkommen überproportional schwer belastet durch Steuer. Das heißt, am wenigsten Steuern zahlst du, wenn du jedes Jahr ganz konstant gleich viel verdienst. Dann hast du die niedrigste Steuerlast. Und deswegen sollte man all diese Abschreibungsmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten insbesondere dafür nutzen, diese Einkommensschwankungen abzubauen und möglichst ein gleichmäßiges Einkommen zu haben. Wenn du das nicht hast und einfach nur nach hinten schiebst, dann hast du das Einzige, was du hast, ist, dass du deine Steuern später zahlst. Aber ganz ehrlich, bei dem aktuellen Zinsniveau, Liquidität ist häufig gerade nicht so ganz das Problem. Du kriegst Kredite mit einem negativen Zins zum Teil. Was habe ich davon, wenn ich jetzt meine Steuern ein Jahr später zahle, aber dann in gleicher Höhe? Deswegen muss ich ganz klar sagen, es gibt ein paar Möglichkeiten, die sind zugegebenermaßen sehr beschränkt, aber das allermeiste, also das, was ich am allerhäufigsten höre, auch von Steuerberatern immer höre, ey, du kannst ja investieren. Ich so, ja, das ist ja schön, dass ich investieren kann. Jetzt zahle ich 40, wenn ich 10.000 Euro jetzt noch ausgebe, dann zahle ich vielleicht auf 10.000 Euro weniger Steuern und ich zahle vielleicht, wenn mein Steuersatz 40% ist, zahle ich vielleicht 4.000 Euro weniger Steuern, aber ich habe die anderen 60%, die 6.000 Euro ja auch nicht mehr. Das heißt, was habe ich davon, wenn ich jetzt unnützen Mist kaufe? Deswegen muss ich ganz ehrlicherweise sagen, das, was man im Internet findet, 80% der Steuertipps sind Müll für Selbstständige. Ich bin überrascht, dass da noch Leute zugucken. Ich habe euch versprochen, ich versuche alle Fragen zu beantworten. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, wir haben jetzt viele Leute abgehängt. Ich habe auch selber nicht damit gerechnet, dass das so ausführlich ist. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei Michelle, die im Hintergrund fleißig eure ganzen Kommentare zusammen und Fragen zusammengesammelt hat. Und würde mich freuen, wenn wir uns zum Beispiel nächste Woche oder übernächste Woche oder überübernächste Woche in einem unserer Dienstags-Webinare wiedersehen. Vielen Dank, bleibt gesund, schöne Woche und bis zum nächsten Mal.